Servus liebe Ameisenfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal was ganz Besonderes zeigen. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, was mit den Harpegnathus venator Kolonien passiert, nachdem sie ausgepackt wurden. Also wie wird mit denen weiter verfahren, wie werden sie gepflegt und so weiter und so fort. Gleich nach dem Intro geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. Also beginnen wir mal von Step 1, also was passiert als allererstes? Die Kolonien werden ausgepackt. Das kennt ihr aus unseren Unboxing-Videos, also wie das aussieht, wisst ihr mittlerweile schon. Die Kolonien kommen in Plastikboxen daher, die innen mit feuchter Watte ausgelegt sind, wo die Tiere quasi ihre Feuchtigkeit herbekommen. Das reicht für den Transport völlig aus. Vielleicht fragst du euch, warum keine Reagenzgläser? Ganz einfach. Reagenzgläser sind meistens zu klein für diese Art. Das sind ja 16 mm große Ameisen, 16 bis 18 mm. Und da wären solche Reagenzgläser einfach ungeeignet. Warum keine großen Reagenzgläser? Dafür gibt es auch einen Grund. Große Reagenzgläser neigen oft dazu auszulaufen, weil natürlich der Druck höher ist. Und deshalb werden die Tiere in der Regel nicht in Reagenzgläsern verschickt, sondern eben in Plastikboxen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, was passiert dann nach dem Auspacken? Natürlich kontrollieren wir die Tiere mal, haben es alle geschafft, haben es die meisten geschafft. So wie in diesem Fall hier ist alles gut verlaufen, ein paar tote Arbeiterinnen, nichts Weltbewegendes. Und dann werden die Tiere gleich mal umgesetzt, jedoch nicht in solche Boxen, sondern in solche. So sehen die aus. Also wirklich sterile weiße Plastikboxen. Da werden die Tiere quasi reingesetzt, zusätzlich mit einem Reagenzgas, mit frischem Wassertank. Gut, das sind jetzt zwar keine Harpegnathus venator, aber wenn da Harpegnathus venator reinkommen würden, was sie auch tun nach dem Transport, dann wäre hier ein größeres Reagenzgas drin und die Tiere würden eben da reinkommen. Warum halten wir die Box steril? Ganz einfach, in den ersten Tagen passiert es häufig, dass noch einige Arbeiterinnen sterben, da diese noch erschöpft oder quasi geschwächt vom Transport sind und die versterben dann die Tiere. Und da wäre es nicht besonders förderlich, wenn da schon Bodengrund drin wäre, weil dadurch können die toten Tiere anfangen zu schimmeln und das könnte dann früher oder später die ganze Kolonie beeinträchtigen. Deshalb für die ersten Tage, wo sehr viel Dreck entsteht, sehr viel Abfall, auch natürlich durch Exkremente, die sich während dem Transport im Reagenzglas angesammelt haben, die werden auch von den Tieren rausgetragen. Und da müssen wir die Box erstmal steril halten. Da bleiben die Tiere ein paar Tage, bis wir dann kein Sterben mehr feststellen können. Das ist meistens noch am selben Tag, also es sterben dann vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Stunden noch ein paar und dann ist das wirklich vorbei und es sind auch wirklich nicht mehr viele, die sterben in den meisten Fällen, vielleicht 1, 2, 3 Arbeiterinnen. Und ja, dann ist die Kolonie quasi stabil, doch wir setzen sie dann nicht sofort in ein neues Zuhause um, sondern in dieser sterilen Box bleibt die Kolonie noch so circa 3 bis 4 Tage. In diesen 3 bis 4 Tagen füttern wir auch recht wenig, weil in dieser Zeit noch nicht so wirklich Futter gut angenommen wird, weil nach dem Transport das so üblich ist. Also hier drin bleiben sie, ein bisschen Futter bekommen sie und wenn nach 3 bis 4 Tagen alles passt, dann werden die Kolonien umgesetzt und zwar in sowas hier. Das sind also die endgültigen Boxen quasi. Hier bleiben die Tiere, bis sie verkauft werden. Doch die werden natürlich nicht nach diesen 3 bis 4 Tagen verkauft, sondern müssen zuerst eine strenge Quarantäne durchlaufen. Warum? Es kann immer sein, dass mit der Kolonie irgendwas nicht stimmt, Krankheiten zum Beispiel oder keine begattete Königin. Kommt bei unseren Lieferanten Gott sei Dank sehr, sehr selten vor, dass wir solche fehlerhaften Kolonien erhalten. Aber dennoch, sicher ist sicher, das sind recht teure Tiere. Und deshalb muss hier natürlich sichergestellt sein, dass das auch eine reproduktive Kolonie ist, wenn sie dann an den Kunden ausgeliefert wird. Deshalb durchlaufen besonders Ponerien, wie diese hier, also Urameisen, eine strenge Quarantäne. Die dauert bei Harpegnathus venator 8 Wochen und in diesen 8 Wochen werden die Tiere unter keinen Umständen verkauft. Und
erst, wenn alles passt nach 8 Wochen, weil das ist dann so circa die Zeit, wenn wir sehen, dass erste Arbeiterinnen geschlüpft sind, erste neue Brut vorhanden ist und dass der quasi dann Arbeiterinnen aufgezogen wurden. Erst dann wissen wir, mit dieser Kolonie ist alles in Ordnung und die kann an einen neuen Halter gehen. Ja, wie schauen diese Boxen aus? Übrigens, in diesen Boxen werden die Tiere wirklich gehalten, bis sie verkauft werden, weil das ein quasi idealer Lebensraum ist und man gar nicht mehr braucht. Für diese kurze Zeit, wo die hier bleiben, die werden eh relativ schnell verkauft und dann sollten die natürlich in ein größeres Becken umgesetzt werden, aber für diese Zeit reicht das hier vollkommen aus. Ich zeige jetzt mal diese Boxen hier ein bisschen im Detail. Wir beginnen mit dieser hier, weil die besteht hier schon ein bisschen länger, also da wurden die Tiere früher eingesetzt. Das sind übrigens die Kolonien aus dem zweiten Unboxing-Video. So, ich mache die hier mal auf. Ja, und dann sehen wir schon die Boxen in ganzer Pracht. Und jetzt erzähle ich euch hier mal was dazu. Also, was zeichnet diese Boxen aus? Wir sehen hier mal einen Bodengrund. Das ist ganz normaler Kokoshumus und der ist sehr gut geeignet, da er gut Feuchtigkeit speichert und besonders für so Arten wie Habegnathus venator, die es leicht feucht mögen, daher ideal geeignet ist. Dieser Bodengrund wird circa bis zur Hälfte eingefüllt und gut angefeuchtet, nicht nass, aber er wird gut angefeuchtet. Und das ist dann quasi ein idealer Bodengrund. Aber der Bodengrund kann nicht genauso bleiben, denn der darf nicht steril sein, denn auf sterilem Bodengrund werden Abfälle viel, viel leichter zur Gefahr, weil die können dann anfangen zu schimmeln, beziehungsweise Krankheiten oder Parasiten zu beherbergen oder anzulocken. Deshalb werden hier noch Springschwänze eingesetzt. Springschwänze kennt ihr vielleicht aus anderen Videos oder von der Terroristik. Das sind ganz kleine Tierchen, die quasi dafür da sind, den Abfall der Ameisen und zum Beispiel tote Ameisen zu verwerten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so sichergestellt werden kann, dass in diesen Boxen ein Gleichgewicht besteht und dass hier immer alles schön sauber bleibt. Diese Springschwänze, die machen sich hier irgendwo in der Box gemütlich, meistens im Bereich der Rindenstücke und verwerten alles, was von den Ameisen übrig bleibt. Diese Springschwänze nehmen wir aus unseren eigenen Zuchtansätzen, die wir hier haben. Da geben wir immer so circa einen Teelöffel Erde, die mit Springschwänzen angereichert ist, ein Esslöffel Erde, die mit Springschwänzen angereichert ist, hinein. Und das reicht dann aus. Die Springschwänze vermehren sich hier drin ja auch und dann reicht das. Genau. Und dann hat man auf jeden Fall einen sehr guten Bodengrund. Was gibt es als nächstes? Hier sehen wir zwei Stücke Rinde. Boah, die springen mir hier die ganze Zeit schon hinaus. Sehr neugierige Tierchen. Wir haben dann hier, wie man sieht, zwei Stücke Rinde. Zwei Stücke, ich verspreche mich schon die ganze Zeit. Zwei Rindenstücke. Und wir haben hier einmal ein Korkrindenstück und hier einmal ein einheimisches Stück Rinde, sage ich mal. Das haben wir natürlich nicht von Bäumen genommen, sondern vom Waldboden. Es ist eigentlich egal, was für Rinde man verwendet, aber die zwei hatten wir gerade da, deshalb haben wir die da hinein. Man sieht auch, hier wächst schön Moos, das ist auch nur Zufall, also das ist nicht unbedingt nötig, aber es schaut auch schön aus und schadet den Tieren nicht. Diese Rindenstücke werden vorher sterilisiert, das ist ganz, ganz wichtig, also bei hohen Temperaturen, die werden eine Minute lang hohen Temperaturen ausgesetzt, weil sich hier drin immer Schädlinge befinden können. Zum Beispiel 100 Füße oder so, die können sehr gefährlich für Ameisen werden und die daher werden Rindenstücke, die wir von draußen nehmen, immer gut sterilisiert. Damit nicht das ganze Becken steril ist, ist ja wie gesagt, sind da die Springschwänze drin, also ist das auch in Ordnung, wenn da einzelne Elemente dann sterilisiert werden. Ach, komm, geh, passt. Wozu sind diese Rindenstücke da? Die dienen einfach als Versteckmöglichkeit, das heißt, unter diesen Rindenstücken können sich die Tiere einnisten. Wir formen da eine Kuhle vor, eine kleine Grube und da legen wir die Rindenstücke drüber und das ist ein idealer Nistplatz für die Kolonie und dort leben die auch sehr gerne. Ist besser als ein Reagenzglas zum Beispiel, da die Tiere
hier viel natürlicher und versteckter auch leben können. Dennoch, wie man sieht, bieten wir hier alternativ ein Reagenzglas mit Wassertank an. Das dient einfach auch zur Feuchtigkeitsversorgung und weil manche Kolonien es doch lieber haben, in einem Reagenzglas zu leben, weil da eben dauerhaft ein Wassertank drinnen ist. Und wie man sieht, haben sich hier auch die meisten eingenistet. Ich zeige das mal ein bisschen näher. Die Tiere haben auch schon Brut. So, ich versuche das hier mal ein bisschen zu drehen und zu zeigen. Oder? Wo ist denn die gute Brut? Na gut, haben sie vielleicht ausgelagert unter die Rindenstücke. Jedenfalls sind hier schon Eier vorhanden, die sich dann auch bald zu Larven entwickeln sollten. Genau, und so sieht dann das ganze Setup aus. Und das reicht, wie gesagt, vollkommen aus. Also Reagenzglas und ein natürlicher Nistplatz. Die Tiere können sich selber aussuchen, wo sie nisten. Und ja. Dann kommt es zum Futter. Natürlich werden die Tiere gefüttert, logisch. Habignatus venator ist kein Fan von Zuckerzeugs, sage ich einmal, sondern die wollen wirklich reine Insekten haben und dazu verwenden wir Schokoschaben, meistens tot. Ja, die haben wir vorher eingefroren, die tauen wir auf und füttern sie dann den Tieren. Davon bleibt auch meistens nichts über, weil Schokoschaben eben einen weichen Panzer haben und dadurch leicht verwertbar sind. Und ja, alle paar Tage sprühen wir hier auch rein. Es ist wichtig, dass wir hier die Feuchtigkeit halten können. Deshalb wird hier alle paar Tage der Bodengrund befeuchtet. Also wir sehen das auch, wenn der trocken ist, wird der heller und es sollten sich immer, so wie hier zum Beispiel, am Deckel sollten sich immer Tropfen absetzen. Das heißt für uns, dass hier eine hohe Luftfeuchtigkeit drinnen ist. Und ja, das war im Prinzip schon die große Physik. Diese Boxen hier sind 18 cm lang, 14 breit und ich glaube 60 oder 50 mm hoch. Also eine übliche Aufzuchtbox, in der sich die Tiere sehr gut entwickeln können. Natürlich sollte man, wenn man sie später mal hält, in einem viel, viel größeren Becken halten, aber wir haben die Tiere ja hier nicht besonders lange, deshalb ist das so ausreichend. Die Boxen haben nicht, wie man sie von üblich kennt, hier seitlich so eine Luftlochperforation. Das wäre unförderlich, da hier schnell das Ganze austrocknen kann. Deshalb bestellen wir die Boxen immer ohne Luftlöcher und machen diese hier selber oben in den Deckel. Wie man hier sieht, sind so kleine Luftlöcher drin, wo dann quasi ein Luftaustausch stattfinden kann. Das hier ist auch noch eine weitere Box. Die haben wir erst vor circa eine Stunde, halbe Stunde quasi befüllt. Also da sind die Tiere erst vorhin reingekommen. Die haben wir von dieser Kolonie hier, haben wir eine Königin mit ein paar Arbeiterinnen genommen und hier hineingesetzt, sodass das hier eine eigene Kolonie werden kann. Und wir hoffen mal, dass das auch so funktioniert. Und die Boxen sind eigentlich alle relativ gleich aufgebaut, also ein bis zwei Rindenstücke, Reagenzglas, Kokoshumus bis zur Hälfte befüllt. Und das ist auch schon die ganze Magie. Das ist auch eine der aufwendigeren Arten. Das heißt, bei manchen reicht es sogar aus, wenn man sie in dieser sterilen Box hält. Das macht denen nichts. Aber bei diesen Arten ist es eben wichtig, dass die sich gut und schnell entwickeln. Und deshalb werden die hier mit Bodengrund und so weiter versorgt, weil das eben, wie gesagt, schwierigere Arten sind und die sich unter sterilen Bedingungen nicht wirklich gut entwickeln können. Den Müll nehmen wir trotzdem alle paar Tage mal wieder raus, weil die Springschwänze nicht alles verwerten können, zum Beispiel bei Chitinpanzern tun sie sich schwer und die entfernen wir dann natürlich auch selbst. Ja, und so bleiben die Tierchen hier eben, bis sich herausgestellt hat, dass da alles gut läuft. Und dann werden sie an euch weitergegeben, damit ihr ihnen dann ein schönes Zuhause bieten könnt. Ich werde euch hier auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten. Und ja, wie gesagt, der aktuelle Stand ist, die Kolonien haben Brut in Form von Eiern. Und wir werden dann in circa 6 bis 7 Wochen,
sehen, ob die in Ordnung sind, und dann werden sie gegebenenfalls in den Shop eingepflegt und sind dann erhältlich. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir noch einen Kommentar, dann mache ich solche Videos hier öfter, auch mit anderen Arten. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!